begrüße euch zu einem neuen Video. Wir spielen heute wieder Notruf 112, wo die letzte Folge bei euch sehr gut ankam. Wir haben neue Rekorde auf dem Kanal geschrieben und ja, heute werden wir uns die neue Drehleiter anschauen, die bei einem Update reingepatcht wurde, und noch dazu den Einsatz. Ich habe die Grafik ein bisschen erhöht und damit wir das Ganze auch ein bisschen schärfer sehen können. Aber ich würde sagen, wir rennen mal kurz rauf und starten den Alarm. Ich habe das Video jetzt schon probiert, sicher fünfmal aufzunehmen, nur oft waren so viele Fehler oder ich habe so viel Müll geredet, dass ich das Ganze jetzt nochmal von neu aufnehmen muss. Und da geht's auch schon los. Einsatzkleidung benutzen. Die Drehleiter schauen wir uns aber erst am Ende an. Die kann ich nicht so gut benutzen, aber ich werde mich bemühen. Und jetzt wechseln wir mal in den Maschinisten, damit wir das Fahrzeug steuern können. Schließen dafür die Türen und starten wir mal die Motoren. Sind alle drin? Du kannst zumachen, gell? So, deine Martinshorn an. Und let's go! Es gibt jetzt auch seit neuem eine, eine Verkehrs-KI, also nicht nur noch mehr die Fußgänger, sondern auch schon ein paar Fahrzeuge, zumindest habe ich die einmal kurz fahren gesehen, wie ich von einem Einsatz in einer Folge zurückgefahren bin. Und ja, die Drehleiter habe ich schon oft probiert mitzunehmen, da sehen wir es gerade hin. Ja! So, und dann sind wir dann auch da. Und wow, da sind die Legs noch am Start. Das hängt aber nicht an meinem PC, das muss am Spiel liegen, wenn mein PC ist nicht ausgelastet. Das sind halt noch so ein paar kleine Fehler durch diesen Playtest. So, dann sind wir jetzt aber da. Und Einsatzort, Ding, da jetzt noch keine KI ist, machen wir das mal nicht. Wir tun mal absitzen und sobald die Mulux da mal draußen sind. Löschwassereingang, Löschwasserabgang. Ups. Achso, okay. Ist jetzt ein bisschen an. Irgendwie kommt die mir so anders vor. Kommt hier hin, direkt ausführen und dann können wir auch schon loslegen. Wir werden uns heute auch die Wärmebildkamera anschauen. So, dann können wir das Auto noch, ich meine, benutzen können wir sehen immer, aber zumindest nicht so kaputt machen, wie es sonst wäre, wenn wir noch, obwohl, na, jetzt ist es auch schon so wie in den letzten Aufnahmen, so schwarz. Wir waren jetzt aber sehr schnell da. Also wir sind Fidschi-Pile. So, jetzt Brandschutz, Löschangriff mit Hochstrahlrohr und dafür nehmen wir uns den da, genau. Er ist schon so nett und tut uns hier das einbringen. Sehr nett. Verbinden.
Und aufheben, so. Dann gehen wir mal hier hin und beginnen den Löschangriff. Ja, da kommt ja noch nichts. Wer hat die Pumpe nicht angemacht? Ah, jetzt geht's. Professionell. So, jetzt holen wir uns den Maschinisten, weil der hat jetzt die Wärmepumpe, die Wärmebildkamera, die sich hier befindet. Und dann gehen, suchen wir jetzt mal. Okay. Da brennt es noch, gell? Eins war das dann immer. Aber irgendwie geht das noch nicht. Erst. Eins. Ah. Ja. Ich mach nichts. Geil. Geil. Ah, so, jetzt geht's wieder. Oh. Wir müssen jetzt nämlich noch unter Brandschutz Blutnester suchen, direkt ausführen, und dann machen wir das. Ja, hier sind eindeutig noch welche. Hier vorne. Muss ich eins normaler lassen. Ah, ich muss jetzt zurück. Nochmal rein, holen sie uns nochmal. Hallo. Keine Glutnester. Gut, wenn das so stimmt, ich möchte es denen ja nicht sagen. Dann tun wir zusammenpacken. Das kann ich doch selber nicht machen. Da, hör mal. Ich muss was anderes machen. Gut, machen wir das da drinnen. Und nehmen wir das auf. Eigentlich muss ich ja das da eins. Nee. Verbinder. Das ist aber das. Ja. Na gut. Wenn ihr das so wollt, dann gehe ich wieder rein. Da ist es. Was ist denn da rein? Hier. Bäh. Abgeben. Das Mail. Ah ja. Ich habe es jetzt nur trennen sollen. Ups. Heben wir auf. Und schauen, wo ich nicht fallen darf. Wo kann man denn sowas da verstauen? Ich habe das noch nicht gemacht. Da. Ja. Ablegen, so. Hier, hier, mit Eisen, so. Machst du, wo jetzt hingehört? Ach, das gehört.
Körper immer oben hin. Sag mir das doch gleich. Freundels. Dann schließen wir hier die Klappen. Und was müssen wir jetzt machen? Gerätefach benutzen. Auf der anderen Seite wahrscheinlich. Nein? So, da müssen wir es machen. So. Dann schließen wir das Ganze. Ah, habt ihr das gemacht? So, dann können wir jetzt abrücken. Dann gehen wir nochmal in den Maschinisten, in den Truppenführer und schauen uns dann das Ganze an. Irgendwas fehlt ja noch. Also irgendjemand hat jetzt seine Arbeit noch nicht gemacht, ne? Ich steig mal ein. Da geht er nach. Ah, jetzt kommen sie. Jetzt haben sie es verstanden. Alle einsteigen bitte. Und jetzt geht's nach Hause und wir schauen uns dann die Drehleiter an. Fahre mit. Gut. Gut, dann geht's automatisch auf. Er kennt's nicht. Aber egal, wir sind drin und das hat erst. Ich habe das zum ersten Mal jetzt mal geschafft, diesen Ansatz. Dann war's das, oder? Ja, fahre mit. Marschstein. Es steigen alle aus. Dann können wir jetzt noch aufgehen und unseren Einsatzbericht schreiben. Wenn das jetzt irgendwie klappt, weil bei den letzten Malen hat es irgendwie nicht geklappt, da kann ich den nicht schreiben und ich würde den aber gerne schreiben. Ich mag das irgendwie. Das sind, ich mag so Details. Ich weiß halt nicht, ob es schon früher drinnen, weil ich habe den Einsatz nie gespielt und weiß auch nicht so viel über den. Ah, benutzt. Wir können es machen. Okay, Einsatznummer. Brandstiftung? Nein, wurde nicht. Macht Einsatzfahrzeug, war das? Genau. Vorgefundene Lage. Also, wir hatten einmal brennendes Auto. Zuschauer. Polizei. Blitze. Polizei. Ach so schon. Polizei. So, Einsatzverlauf. Löschwasser. Eingang. So. Na, Löschwasser. Eingang. Und Ausgang. Dann hatten wir löschen. Und dann hatten wir zusammenpacken. Ah, Wärmebildkamera fehlt noch. Wärmebildkamera und zusammenpacken. So, das speichern wir. Also, okay. Gut. Dann haben wir das jetzt als Ding. Und wir schauen uns jetzt dann noch schnell die Drehleiter an. Bis gleich. So.
Sana. Meine Damen und Herren, wir sind jetzt endlich bei unserem Highlight angekommen, nämlich die neue Drehleiter. Ja, die werden wir jetzt mal aufbauen. Irgendwie funktioniert die noch nicht im Einsatz, da man die nicht nachalarmieren kann. Deshalb werden wir das Ganze jetzt so aufbauen. Ganz geschickt. So. Und absetzen. Warum der jetzt weg will, ne? Ah, so. Das Ding da geht schon wieder nicht. Ah, jetzt macht er was. Ist noch ein Stelle, das er Licht aufmacht. Jetzt mal ja. Da kommen sie her. Grüß Gott, der Herr. Lange mal gesehen. Jetzt wird unsere Drehleiter aufgebaut. Das ist lustig. Sehr schick sieht das aus. Einmal zumachen. Und hier geht's jetzt wieder. Du gehst jetzt wieder. Einsatz. Das nicht, Junge. Brandschutz, Löschwasser, Eingang, Löschwasser, Abgang. Ja, da halt. So, direkt ausfahren. Kommt sie wieder? Kollegen. Irgendwie noch Lust, was zu machen? Na? Alles fit bei euch? Ja, du machst jetzt was, okay. Sehr interessant, was du da machst. Du steuerst. Okay. Ah, okay. Super, kommst du Kerl. Öffnen wir mal. Dann geht. Ja. Ah ja. Ach so, muss man einstellen klicken. Okay. Dass man das einmal. Verlassen möchte ich eigentlich nicht. Drehleiter. Nein. Brandschutz. Geht alles nicht. Sag mal, was macht die da? Ah, der Typ ist jetzt auch schon wieder weg. Ist aber dann nicht hochgefahren. Danke für nix. So. Ich kann jetzt zumachen, geht anscheinend nicht. Ja, passt. Dann steigen wir jetzt. Nein. Wir steigen. Auf wie auch immer das gehen soll. Ja. Hier geht es einmal nicht. Hier, ah ja. Ah ja, und da geht's. Einsteigen. Ah. Danke für das System. Hintergrundgeräusche, Herr Tanzbär. Das Licht.
kann man halt jetzt dann steuern. Wie das gehen soll, das kann ich schließen. Logisch. Ja. Okay, und jetzt können wir hier das drücken. Bam, bam. Und irgendwie möchte ich halt dann noch was benutzen, ne? Wenn es ein Stern wird. Sind wir da drin? Ja, das ist die Drehleiter. Falls ihr das, euch das Video dann gefallen hat, lasst auf alle Fälle ein Like da und ein Abo, falls ihr das noch nicht getan habt. Und ja, wir sehen uns dann in einer Runde zum LS19, zum neuen DLC Precision Farming. Habt jetzt alle noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Ciao, ciao!